Ich weiß nicht, ich blende hier einfach mal noch ein paar mehr ein, die dann sich ziemlich ähnlich sehen und dann kriegt ihr mal einen Eindruck davon. Hey Leute, hier ist Ansu. Wir reden heute mal ein bisschen über Kanji. Seitdem ich angefangen habe, Japanisch zu lernen, war für mich sowohl die Grammatik als auch die Vokabel nicht wirklich ein großes Hindernis. Aber es gibt eine Sache, die im Japanischen einen wirklich vor eine große Herausforderung stellt, und das sind die ganzen Kanji. Kanji sind sozusagen die Schriftzeichen, die die Japaner von den Chinesen übernommen haben. Und ein Kanji kann beispielsweise für ein ganzes Wort stehen, aber es kann auch sein, dass mehrere Kanji zusammen ein Wort ergeben. Das nennt man dann Komposita. Und je nachdem, ob das Kanji dann alleine ein Wort ist oder mit mehreren Kanji zusammen im Komposita ein Wort bildet, kann das Kanji halt auch unterschiedliche Lesungen haben. Und das können nicht nur zwei sein, das können auch irgendwie 5 oder 10 oder noch mehr verschiedene sein. Das nächste Problem an Kanji ist, es gibt im Japanischen aber tausende von Zeichen, und um beispielsweise eine Zeitung lesen zu können, muss man so um die 2000 Zeichen kennen, und 2000 Zeichen lernen sich man eben nicht so schnell. Vor allen Dingen, weil es dann da auch noch ein weiteres Problem gibt. Die Zeichen sehen sich nämlich manchmal ziemlich ähnlich. Das fängt bei einfachen Zeichen an, wie das Zeichen für Auge und das Zeichen für Sonne. Aber je komplizierter die Zeichen werden, desto schneller sehen die sich dann auch ähnlich, wie zum Beispiel das Zeichen für Stopfen und Sprechen. Oder ich weiß nicht, ich blende hier einfach mal noch ein paar mehr ein, die dann sich ziemlich ähnlich sehen, und dann kriegt ihr mal einen Eindruck davon. Ich war von Anfang an sehr bemüht, alle Zeichen, die ich irgendwie in meinem Japanischkurs oder auch anderswo gelernt habe, mir einzuprägen. Und irgendwie mir die Bedeutung und halt auch die ganzen Lesungen irgendwie zu merken. Aber ich muss gestehen, dass ich in den 1,5 Jahren, die ich den Sprachkurs gemacht habe, vielleicht so um die 100, 200 Zeichen gelernt habe und dass ich mindestens 50 davon auch schon wieder vergessen habe. Ich habe halt auf verschiedenste Wege versucht, Kanji zu lernen, und ich hatte bisher noch nicht den richtigen Weg für mich gefunden. Aber seit 2 Monaten probiere ich jetzt was Neues und bin sehr, sehr begeistert davon. Und deswegen wollte ich das einfach mal gerne weiterempfehlen. Und ich habe mir nämlich das Buch Die Kanji lernen und behalten gekauft, und das wurde von Heisig geschrieben und ist auch unter dem Namen Die Heisig-Methode bekannt. Die große Frage ist jetzt wahrscheinlich, was wird in dem Buch anders gemacht als vielleicht in meinem Japanischkurs oder irgendwo anders? In dem Buch ist es so, dass man erstmal nur die Bedeutung und die Schreibweise des Kanjis lernt. Das heißt, die Lesung, also wie das Zeichen dann ausgesprochen wird im Japanischen, wird erstmal vollkommen außen vor gelassen. Es wird in dem Buch in den Vordergrund gestellt, dass man wirklich erstmal weiß, was dieses Zeichen bedeutet. Und dabei ist es dann so, dass in dem Buch nicht mit dem optischen Gedächtnis gearbeitet wird. Das heißt, man muss sich nicht willkürliche Strichabfolgen einprägen, sondern das Buch arbeitet mit sogenannten Primitiven. Wenn sich jemand schon mal mit Kanji beschäftigt hat, hat er vielleicht schon mal was von Radikalen gehört. Und das sind sozusagen Bestandteile, nach denen man die Kanji einteilen kann. Und die Primitive sind sehr ähnlich dazu, aber sie sind nicht komplett gleich. Also die Primitive aus dem Buch decken sich nicht hundertprozentig mit den allgemein bekannten Radikalen. In dem Buch wird dann mit dem erfinderischen Gedächtnis gearbeitet. Das funktioniert folgendermaßen. Man zerlegt das Kanji dann in seine Primitive und hat dann sozusagen die ganzen Einzelteile. Und dann versucht man aus diesen Einzelteilen eine Geschichte zusammenzubasteln, die halt auch in Verbindung mit der Bedeutung des eigentlichen Zeichens steht. Und das hört sich erstmal ziemlich konfus an, aber das funktioniert sehr gut. Denn durch diese Geschichte schafft man Bilder in seinem Kopf, die man mit bestimmten Wörtern verknüpft. Und dadurch kann man sich das Zeichen sehr, sehr gut einprägen. Das hört sich am Anfang jetzt erstmal ziemlich komisch an. Als ich angefangen habe, mich mit diesem Buch zu beschäftigen, war ich auch sehr skeptisch. Ich habe nicht geglaubt, dass ich damit irgendwie Zeichen lernen kann, vor allen Dingen, weil man die Lesung auch außen vor lässt. Aber ich arbeite jetzt noch nicht mal 2 Monate mit dem Buch, und ich habe in diesen 2 Monaten 400 Zeichen gelernt. Ich kann sie alle schreiben. Ich kenne ihre Bedeutung, und das erleichtert einem wirklich vieles. Wenn ich jetzt einen japanischen Text lese, dann denke ich nicht nur so, oh, ein paar Hiragana, oh, ein Zeichen, das ich nicht kenne, oh, ein paar Hiragana, oh, ein Zeichen, das ich nicht kenne, sondern ich kann mittlerweile Texte verstehen. Ich denke mir zwar, gut, ich weiß nicht, wie dieses Zeichen ausgesprochen wird, aber ich verstehe den Satz trotzdem.
Vielleicht fragt es jetzt jemand, okay, aber was bringt mir das Ganze, wenn ich es am Ende dann doch nicht lesen kann? Und bei mir ist es so, dass ich von diesen 400 Zeichen, die ich gelernt habe, bestimmt auch 50 mittlerweile auch lesen kann. Und das liegt einfach daran, dass wenn man Vokabeln lernt, dass man die dann automatisch mit den Zeichen verknüpft, die man gelernt hat. Es ist sozusagen so, dass man nicht das Zeichen selbst mit der Aussprache verknüpft, sondern dass man sozusagen beides mit der Bedeutung verknüpft und über die Bedeutung dann einfach beides zusammenfügt. Jedenfalls funktioniert das für mich so sehr, sehr gut. Ich habe zum Beispiel letztens das Wort Sugu gelernt, das bedeutet direkt. Und ich habe auch schon das Kanji für direkt gelernt. Und als ich das Wort Sugu gelernt hatte, dachte ich mir so, warte mal, das Kanji für direkt habe ich schon gelernt. Und dann habe ich nachgeschaut und das Kanji für direkt und das Wort Sugu gehören sozusagen zusammen. Und dann habe ich die sozusagen über die Bedeutung direkt miteinander verknüpft. Ich bin mir nicht sicher, ob das in meinem Kopf wirklich so funktioniert, wie ich das gerade erklärt habe, aber so könnte ich mir das am besten vorstellen. Falls jetzt immer noch jemand skeptisch ist, ob das Ganze wirklich so gut funktioniert, habe ich dann noch einen kleinen Extra-Tipp. Das Buch kostet eigentlich so 23, 24 Euro, aber es gibt eine Webseite, die ich einfach mal in der Videobeschreibung verlinken werde, wo man sich eine 100-seitige Leseprobe runterladen kann. Und weil ich selber sehr skeptisch war am Anfang, habe ich eben auch erstmal mit dieser Leseprobe gearbeitet. Mit der Leseprobe kann man schon so um die 150, 200 Zeichen lernen. Ich habe sozusagen mit der Leseprobe einfach mal ausprobiert, ob die ganze Sache für mich was ist, um zu sehen, ob es wirklich halt so gut funktioniert, wie es in dem Buch beschrieben wird. Als ich dann mit der Leseprobe durch war, dachte ich mir nur so, okay, das Ganze funktioniert so gut, ich will dieses Buch jetzt haben. Und dann habe ich mir das Buch per Overnight Express bei Amazon bestellt, um am nächsten Tag dann direkt weitermachen zu können, weil ich einfach so begeistert war von dieser Methode. Und ich kann das Buch echt nur empfehlen, wenn man halt auf eine schnelle und effektive Weise Kanji lernen will. Und wie gesagt, das mit der Lesung kommt dann meiner Meinung nach einfach irgendwann automatisch. Das Buch hilft einem vor allem beim Lernen der Schreibweise. Und ich habe ja vorhin sozusagen von dem optischen und dem erfinderischen Gedächtnis geredet und man merkt diesen Unterschied relativ gut. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass es manche Zeichen gibt, die könnte ich optisch nicht beschreiben. Da könnte ich nicht sagen, okay, das sieht jetzt so und so aus. Wenn ich es sehe, weiß ich, was es bedeutet. Und wenn ich über die Bedeutung bzw. über meine Geschichte das Kanji dann aufschreibe, kann ich es auch schreiben. Und da merkt man eben, ich habe keine optische Verknüpfung mit dem Zeichen, sondern halt wirklich eine Verknüpfung über diese Geschichte durch das erfinderische Gedächtnis oder so. So viel erstmal zu dem Buch. Und dann habe ich heute noch ein kleines anderes Thema. Ich habe ja geplant, eine kleine Kanji-Reihe zu starten. Und wenn alles klappt, dann wird es morgen dazu auch schon das erste Video geben. Aber ich wollte heute halt kurz erklären, was ich da eigentlich mache. Ich möchte in dieser Reihe euch nämlich gern diese Methode etwas näher bringen. Und dazu werde ich mir dann immer ein Zeichen aussuchen. Ich werde zeigen, wie man das Zeichen schreibt. Und dann werde ich das Kanji in seine Bestandteile auseinandernehmen und die Geschichte, die ich damit verknüpft habe, ein bisschen zu erläutern, beziehungsweise werde ich das versuchen, ein bisschen in Bilder zu fassen. Und dann werde ich trotzdem ein paar Leseweisungen und auch ein paar Komposita erwähnen. Also Komposita waren ja sozusagen die Wörter, die aus mehreren Kanji zusammengesetzt sind. Wenn ihr Vorschläge für Wörter oder für Kanji habt, die ich in dieser Videoreihe mal erläutern soll, dann schreibt mir die einfach in die Kommentare. Wie gesagt, gibt es dann morgen schon das erste Video dazu. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein Abo, damit ihr dann die ganzen Kanji nicht verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.